Schwestern und Brüder, die Lesung aus dem Baruchbuch reiht sich ein in die Texte, die wir in den vergangenen Wochen hörten. Wir sind in der Periode nach dem babylonischen Exil. Dieser große Einschnitt im Volk Israel wird immer wieder bedacht. Und er wird nicht nur, wie wir das heute vielleicht sagen würden, geschichtsphilosophisch bedacht, sodass man das in die Abfolge von Ereignissen in der Geschichte einordnen könnte. Es ist immer ein Bedenken im Hinblick auf Gott. Nichts geschieht unter dem Himmel, was nicht im Kontext steht zum lebendigen Gott. Wir beten das manchmal in den Tagesgebeten. Und das ist ja nicht nur eine fromme Formulierung. Herr, du lenkst die Geschicke der Völker. Wenn wir das aussprechen, tun sich viele Fragen auf. Wie kann es solche Geschicke geben, deren Zeugen wir in diesen Tagen sind? Wenn wir an die Verfolgung denken, etwa unserer Schwestern und Brüder, die Vernichtung ganzer Staaten, die Uneinigkeit der Nationen, die sich Tag für Tag neu offenbart. Wie kann das möglich sein, wenn wir sagen, Gott lenkt die Geschicke der Völker? All dies ist ein Preis der Freiheit, die Gott uns Menschen lässt, selbst die Freiheit zum Bösen. Die Freiheit, sich von ihm abzuwenden. Und wenn wir heute am Nationalfeiertag gerade in diesem Jahr auf 25 Jahre Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland zurückschauen, dann hört man in diesen Stimmen, die das bedenken, etwa gestern im Bundestag, viel Dankbarkeit und vielfach, dass die Bilanz doch unter dem Strich positiv ist. Bei allen Einzelheiten, die man diskutieren mag und die jeweils vom Blickwinkel unterschiedlich sein mögen. Aber insgesamt ist es positiv. Aber in all diesen Stimmen fehlt, scheint mir, eine Hinordnung auf Gott. Ich nehme keine Stimme wahr, auch nicht von den Bischöfen, die das so einordnen, dass wir eine Dankbarkeit Gott gegenüber haben sollen. Dass uns vielleicht diese Einheit unseres Volkes und Landes als unverdientes Geschenk gegeben ist. Damit wir etwa die Herausforderungen, die sich jetzt in der großen Zahl der Flüchtlinge stellt, bestehen können. Damit wir das meistern können. Vielleicht hängt das zusammen. Vielleicht braucht es ein starkes Land, das fähig ist, so viele Menschen aufzunehmen, die verfolgt und vertrieben werden. Viele Fragen tun sich auf. Aber es braucht jenen einfachen Geist, von dem Jesus im Evangelium spricht und den er selig preist, der versteht und sich darum im Heiligen Geist abmüht, das eigene Schicksal und die Ereignisse der Geschichte auf Gott zu beziehen. Das heißt nicht, dass wir einfache Antworten bekommen. Aber wir sollten die Fragen stellen, damit wir lernen, wie Baruch unser Leben einzuordnen in das, was Gott von uns will und das, was er mit uns vorhat.